ist es voll krass, Mann. Und heute wieder mit neuen Kandidaten. Und mein erster Kandidat kommt aus Bochum, ist aber nicht ein Dönertier, ist der krasse Manni hier. Kandidat, aber wir brauchen natürlich noch viel mehr Kandidaten. Zweiter Kandidat hat Bewährungsauflage teilzunehmen. Hier eine kleine türkische Quizshow, kommt aus Halle Neustadt, ist der Skinhead Ronny. Aus Mannheim. Mein Block, mein Block, mein Block. Und nicht mein Kopf, sein Block. Mein Block, mein Block, mein Block. Und nicht mein Kopf, sein Block. Und ein Einfamilienhaus, lass mich auf. Weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch in den Vorschein geht die Sonne aufs Arsch. In meinem Block weiß du jeder, wie du es darfst. Wie krieg ich da aus? So, wir haben drei Kandidaten. Was ich jetzt noch brauche für meine Show, ist natürlich Assistentin. Eiche hat kein Kopftuch auf. Aber jetzt kann losgehen und hier kommt die erste Frage. Wir suchen Namen von weltbekannten türkischen Quizshow mit 16 Buchstaben. Und jeder Kandidat darf jetzt einen Buchstaben raten. Erster Kandidat. Ein Babyblasen. Kein B. Zweite Kandidat. Ein A wie Adolf. Wir haben auch kein A. Dritte Kandidat. Weißt du, da kauf ich ein krasse Ü. Ein Ü. Wir haben ein Ü. Wir haben viele Ü. Wir haben viele Ü. Jede Menge Ü haben wir. Und Kandidat, weiß Lösung. Ich war doch so Sauheilende! Heilende!
Bier. Gleich kommt der Gerhard. Und der Gerhard ist Bundeskanzler von Deutschland. Und Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Aber trotzdem hat der Gerhard nie genug Nähte. Klingt komisch, ist aber so. Gerhard, wo er Geld herbekommen könnte. Von der Wirtschaft? Nö. Von sich selber? Nö. Aber zum Glück gibt es ja die Arbeitslosen. Die haben zwar wenig, sind aber viele, denkt sich der Gerhard. Die brauchen eh ja nicht viel, weil die den ganzen Tag saufen, 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 fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier und schicken. Sie sagen, das Glück wäre es nie zu spät. Es war inzwischen Wirklichkeit und Realität. Auf der Straße so groß auf, aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Das sind die Arbeitslosen, von denen der Gerhard sich das Geld holt. Klingt komisch.
Ich jetzt auch wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn nur drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich frei. Drei Sterne.
ist, unvorbereitet hier auf die Bühne zu gehen. Ich sage, Herr Kapellmeister, bitte einen Ausmarsch für den Heinz und die Gisela.